Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück beim Goldpriester. Es gibt jetzt eine neue Playlist in Battlefield 2042 und zwar ist die Community Spotlight und der Modus heißt Wendepunkt. Das Besondere dabei ist jetzt folgendes, und zwar hat jemand diesen Modus im Portal-Editor erstellt, der heißt Recon Riptor und DICE hat das jetzt als offizielle Playlist gemacht, dass wir diesen jetzt sozusagen spielen können. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Die Beschreibung ist jetzt wie folgt, und zwar kämpfe um die Kontrolle über ein Einzelziel und verschiebe das Ziel in die Richtung des feindlichen Hauptquartiers. So, ich habe jetzt hier mal eine komplette Runde in diesem Modus gespielt. Da könnt ihr jetzt ganz genau mal sehen, wie der funktioniert, falls es jemand noch nicht gesehen haben sollte. Falls ihr weitere Videos in diese Richtung sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es kommen auf jeden Fall zukünftig noch weitere Videos. Vor allem, es kommen auch experimentelle Formate, da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Hey, das ist ja wirklich nur eine Flagge. Ich bin jetzt hier gerade auf den Server drauf gekommen und die Flagge ist relativ weit an unseren Spawnpunkt. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich zurückgedrängt wurden. Alter, was kommt denn hier alles angeflogen? Unvorstellbar. Okay, jetzt bin ich in einem Fangpunkt. War sogar noch ein bisschen außerhalb. Aber hier ist ja echt alles zugestellt, muss man mal sagen, ja. Aber ihr seht, der Fangpunkt geht relativ langsam runter. Also das braucht schon einige, die da im Bereich sind. Ist nicht wie bei Captures, hier bei Eroberung ist ein bisschen... mich hier noch durch, ja. Also bei normaler Eroberung brauchst du nicht so viele Leute an der Flagge und die Flagge geht vor allem schneller hoch. Also ich habe es gesehen. Okay, der Panzer blockiert. Oder mal, ich gehe mal nach links, oder? Ich glaube, links kann man langfahren, oder? Junge, hier ist ja alles zugebaut. Was war das? Das war ein Jet. Ja, da drüben ist ein anderer MRV. Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Also die Map ist natürlich extrem zugebaut, ja, also. Wir sind jetzt bei B2. Ach, guck mal, wir haben mehrere Quartiere. Wir sind jetzt bei B2, dann haben wir noch C1 und dann haben wir schon das russische Hauptquartier. Wir hätten jetzt noch B3, B1 und dann noch A1 und dann hätten wir unseres Hauptquartier. Das ist schon ein bisschen komisch gemacht, irgendwie. Ist im Prinzip Frontlinie, wenn man so will. Frontlinie aus Battlefield, 20, aus Battlefield 5, Frontlinie, da gab es ja. Das brauchen mal 60 Sekunden, bis die Flagge aktiviert wird. Und jetzt ist es genau in der Mitte, B2. Und wenn man jetzt beim Server guckt, steht Eroberung drin. Aber das ist halt eine modifizierte Eroberung, ja. Der hat genau denselben Skin, den ich hier für ein MRV ausgewählt habe. Ich glaube, das ist auch im Moment der beste, dieser Laubskin. Da bin ich mal gespannt. Alter. Ich sehe gar nichts hier von diesen scheiß Pflanzen. Okay, die Flagge ist jetzt drüben auf der anderen Seite. Das ist echt komisch. Da läuft das Wort Zickzack hier, die Position. Also B2 ist genau in der Mitte. Dann hast du zwei Flaggen auf jeder Seite, wo es hingehen kann. Genau, B2 ist jetzt. Dann geht es B1 und dann A2 und dann haben wir das Hauptquartier verloren. Okay. Toll, dass ich hier nur einen Hilfspunkt bekommen habe. Ach, ich glaube, Hilfspunkte zählen auch für die Weekly mit. Da musste dreimal ein Soldat anhitten. Das ist ja unvorstellbar. Wie willst du denn da jemanden mal finishen? Und der macht C4 drauf. Achtung, bam. Toll, jetzt hat er mir das Licht verbaut. Was soll denn das? Wollt ihr mal ein bisschen schneibern? Also ich habe das Gefühl, dass das überhaupt ein bisschen am Lecken ist. Ein bisschen am Lecken habe ich das Gefühl, dass wir, also ich weiß nicht, die haben es immer noch nicht mit den ganz vielen Spielern unter Kontrolle irgendwie. Habe ich Muni? Ja, ich habe ja selbst Muni dabei. Oh, oh, er hat mich gesehen. Drüben ist eine Gun, sehe ich gerade. Ah, hier liege ich ziemlich gut, merke ich gerade. Müsste ja bald mal abgeschlossen sein, diese Wiki, da ich da immer noch die ganze Zeit offen habe. Normalerweise müsste das jetzt, genau, jetzt ist wieder zurückgedrängt worden. Okay, erst wissen wir die Frontlinien. War eigentlich ein cooler Modus in Battlefield 5. Den haben sie dann aber nach einer Zeit ein bisschen genervt oder geupdatet, dass der nicht mehr unendlich geht. Ganz am Anfang ging der unendlich, wo Battlefield 5 released wurde. Und dann haben einige gesagt, ey Leute, wir spielen jetzt hier 2 Stunden Frontlinien, weil die ganze Zeit hin und her die Punkte gehen.
wir müssen hier mal ein Zeitlimit reinhauen. Und das war ein Problem, fand ich. Weil das hat natürlich auch ein bisschen den Reiz des von diesem Modus ausgemacht, ja. Explodiert die? Ne, die fliegt doch, oder? Ja, ne, die fliegt hoch. Oh, Sundance, war die abgelenkt oder was war mit der? Schon Ewigkeit nicht mehr die Rakete hochfliegen sehen. Ach, guck mal, ihr war anscheinend immer im Hauptquartier rein. Der Weg bis dahin ist es dann natürlich extrem weit. Außer ihr habt ein Spawnbeacon, das könnte man sich echt mal überlegen mit dem Spawnbeacon hier. Helikopter! Der wird auch nicht abgeschossen. Die Rakete abgeprallt ist, lol. Direkt gegens Haus geprallt. Ist auf jeden Fall ein durchdachter Modus, der jetzt schon etwas ausgereifter ist. Ne? Bei den anderen Modis, wo ich gesehen hatte, die sie mal drin hatten, die sind teilweise noch buggy und nie richtig vollendet, sage ich mal. Ha, es gibt dann immer eine Sirene, wenn es losgeht. Habt ihr das gehört? Also die Sirene kommt immer dann, wenn es einnehmbar ist, ja. Ist ja schon mal ganz interessant. Ah, du brauchst wirklich immer drei Schüsse, ne? Also mit dieser DMR hier. Egal welche Entfernung. Was ist das da? Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe voll drauf gehalten und er ist immer vorbeigegangen. Also ich bin der Meinung, dass diese DMRs, also gerade diese DM7, die ist nicht richtig kalibriert, beziehungsweise das Visier. Ich bin gespannt, ob das wirklich hin und her geht. Jetzt gehen wir mal die Unterführung lang. Ich finde die Unterführung, die ist zum Beispiel auch nicht schlecht gewesen, hier, die sie sich einfallen lassen haben. Leider wird die halt gar nicht so oft genutzt, ne? Das ist ja das Problem. Ob er jetzt hier in dem Modus, da bringt es auf jeden Fall was. Weil wir jetzt ja nur eine Flagge haben. Also da ist es zum Beispiel nicht schlecht hier, die Unterführung, ja. Also die Unterführung gefällt mir schon, haben sie cool gemacht. Haben wir die mal bis rüber getränkt bekommen. Alter, wie viele sind denn hier? Und endlich Sundance erwischt. Die hat mich schon mehrfach erwischt, der Typ. Oh, hier sind so durch die Wand gebrochen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, lol. Schreibt doch Kinder mal, Chat, ne? Ich habe den jetzt ja angemacht. Oben seht ihr das gerade? Einer hat mal GG geschrieben oder so. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir kriegen die Flagge sehr gut. Links ist irgendwo einer. Hinten. Ich mach mal eine Smoke, dass der uns nicht sieht. Ich glaube hinter uns sind noch welche auf der anderen Seite. Hm, der ist wohl direkt hier vorne gestorben. Okay, der ist schon. Smoke mal nach links. Kann ich hier durchspringen, ja. Ich bin mal liegen geblieben, das war gar nicht mal so schlecht. Nein, da ist schon wieder Sundance auf der anderen Seite. Lass mich mal hier durch, jawohl. Das ist aber auch eine Engstelle hier, ne? So kriege ich den denn nicht? Jetzt. Der liegt aber auch genau an der Kante, ja. Was passiert denn jetzt hier? Theoretisch müsste es ja jetzt weitergehen, ne? Oder ist die Runde jetzt zu Ende für Musik irgendwie? Scheinbar ist es doch mit Time Limit, ja. Das Time Limit wird aber nicht angezeigt. Die müssten dann noch eine Uhr einbauen, wo dann die Zeit dabei steht, ja. 20 Minuten Zeitlimit scheinbar. Also das bedeutet, eventuell schafft es in den 20 Minuten bis zum Hauptquartier und schafft es eher. Oder aber das geht halt nach 20 Minuten zu Ende die Runde. Und es wird dann geschaut, wie viele Tickets noch jedes Team hat, ja. Habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass der Heli fremd ist, aber das ist ein unserer. Das ist ein unserer Heli. Sehr gutes Deutsch. Ja, wie ist der hinten noch? Wo ist er? Auf dem Dach? Wo kommt der denn her, Alter? Ich krieg hier einen herben Herzinfarkt, Alter. Gut, dass ich den kleinen gesehen habe. Der hatte vorhin noch diese scheiß Panzerplatten drin. Habe ich schon wieder blinken sehen, dieses Blaue, ey. Nur wenn ich dieses Blaue sehe beim Schießen, kriege ich echt das Kotzen. Diese scheiß Panzerplatten sind zwar nur 20%, aber das kann manchmal den Überraschungsmoment, sage ich mal, ausmachen, wo du halt gewinnst, ja. Wenn du nicht sofort reagierst.